So, hallo zusammen und willkommen zurück zu einem Digimon-Video. Ich ziehe das jetzt dem anderen Video vor, was ich schon aufgenommen habe, und zwar so ein bisschen Gameplay, um mal das Spiel zu zeigen. Ich bin damit noch nicht ganz zufrieden und will es nochmal neu machen. Und jetzt ist aber ein Post veröffentlicht worden von Bandai, die gesagt haben, sie werden auf jeden Fall weiter drucken. Ja, man soll nicht in Läden kaufen, wo das zu teuer angeboten wird. Ne? Es gibt Probleme, die Sachen hier zu liefern, und das nächste Pack 1.5, die sollten eigentlich jetzt schon am 12.03. rauskommen. Das ist halt leider noch nicht so weit. Wir haben hier eine Alternative Art auf Holo, leicht gebogen, von Agumon. Als ja, kleines Dankeschön gibt es so mit dazu, wenn man so eine Box kauft, kriegt man pro 12 Packs, also hier sind ja 24 drin, gibt es hier so ein Alternative Art, ja, einfach für die Sammler so mit dabei. Ich versuche das hier irgendwie aufzumachen, ohne die Karte dabei kaputt zu machen. Die ist nicht schlecht, glaube ich. Die ist nicht schlecht. Puppetmon. Ich glaube, die sind beide nicht schlecht, aber der ist halt noch ein bisschen besser. So, grün habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ich lege die jetzt einfach mal hier beiseite und packe die nachher ein, und dann kommen die halt auch in, ja, in einen Ordner oder so. Mal gucken, wo ich das so hinpacke. Ja, also, Bandai hat Probleme zu liefern, aber sie liefern, ja, und sie drucken weiter, sodass die Teile eben auch zum UVP zu haben sind. Ne? UVP ist jetzt in Deutschland, also mir jetzt nicht so direkt mitgeteilt worden. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber definitiv halt unter 100. So, wir haben einen grünen Tamer hier als Box-Topper, kann man dazu sagen. Also hier ist nochmal eine Special-Promo-Karte, die gucken wir dann noch rein. Gucken wir auch noch rein in das Pack, meine ich. Die Izumi hier in grün. Hat eine ganz nette Funktion, ne? Die Haupteigenschaft hier ist eben, wenn man ein Level 5 oder höher Digimon im Spiel hat, dann kann man hier die Topkarte vom Deck angucken, und wenn es ein Digimon ist, nimmt man sie auf die Hand, und ansonsten unters Deck. Ich kenne mich halt mit den Farben, mit den eigentlichen. Gucken wir die hier? Ja, ne? Die gucken wir uns erst an. Ne? Wieso die Archetypen sind noch nicht so wirklich aus. Aber schwarz gefällt mir, glaube ich, auch ganz gut, was ich so gesehen habe aus den paar Packs, die ich bisher aufmachen konnte. So, Boxtopper ist also hier auch ein Holo-Agumon. Oh, leider mit einem Kratzer. Hoffentlich ist der. Nee, 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 nee. Eine Printline ist es auch nicht, weil es nicht gedruckt ist. Es ist höchstwahrscheinlich im Video gar nicht zu sehen, aber hier geht eine Linie von oben nach unten durch. Ist mehr so eine Lack. Linie irgendwie. Also es ist nicht gedruckt, aber es ist im Lack. Und es sieht aus wie ein Kratzer. Und hier ist es halt quer. Und es geht halt auch komplett von hier nach da, von hier oben nach da unten. Und es ist auch schräg. Also es ist hier nicht entlang genau der Karte, sondern so ein bisschen schräg, so eine Linie. Greymon. In so einem Holo-Effekt, den könnt ihr auch erkennen. Na, hier. Ja, glaube ich. Ja, es ist ganz schick. Packen wir auch mal zur Seite. Und dann machen wir hier die Packs hintereinander auf. Ich bin jetzt dafür, wirklich alle aufzumachen. Das ist jetzt nicht so wirklich. Oh, die sind auch dick. Mal gucken, wie die überhaupt aufgebaut sind. Also 24 Packs, meine ich. Und dann sind da eben nur Karten eines Sets drin. Und dann, glaube ich, hat man das relativ schnell voll. Und jetzt hat man eben die Karten aus drei Sets drin. Und ich weiß nicht, wie weit man hier mitkommt. Also wir haben eine Kamen. Noch eine Kamen, was jetzt eine Optionskarte ist. 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommt eine Ankamen. 8, 9, 10. Und dann am Ende kommen halt zwei Rares, und eins davon ist ein Digi-Egg. Also das hat man schon gesehen beim Auspacken. Ein Upamon. Wie soll ich denn die sortieren? Ich würde mir die jetzt irgendwie. Die Eggs vielleicht extra und Tamer extra oder so. Irgendwie, ja, irgendwie muss ich einen Weg finden, den Überblick zu behalten. Nicht, dass ich nachher hier ja ewig brauche, um das nachher irgendwie sinnvoll zu sortieren, damit ich die Karten dann wiederfinde, wenn ich sie brauche. So, die gehen nicht ganz so leicht auf, ne? Also, ich sag mal, das bin ich von anderen Spielen. Jetzt habe ich gerade eine Karte revealed, weil die aus Versehen mit dran war. Von anderen
Sammelkarten spielen, bin ich das etwas besser gewohnt. Die hatte ich auch schon mal gezogen, ne, im Dingens so. Und wenn man so aufblättert, man sieht halt schon, was unten ist, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind die Kamens. Wir können noch mal, wir können auch durchgucken, ne? Die kleinen Wergaru-Roman, okay, Werwolf, Golden Ripper. Klingt auf jeden Fall ganz nett. Hier haben wir ein paar schwarze. Also schwarz gefällt mir halt, weil die so technisch sind. Ne? Andromorn und so. Mit der Greymon haben wir hier. Smashed Potatoes. Das sieht irgendwie gar nicht so aus wie Kartoffelsalat, nicht Salat, Kartoffelbrei. Dann haben wir zwei Uncommons. Drei Uncommons, so war's. Und die Rares sind dann Venom Mutismon. Welcher Achtjährige, Sechsjährige, es ist ja ab sechs, soll denn das aussprechen? Ist nett, ne? Also so Full Art, eigentlich ist ja hier so ein Goldrand drauf, von dem man hier überhaupt nichts sieht. Und hier haben wir eine Holo, die hoffentlich ohne Kratzer ist. Ja, aber die sind schon. Das ist sogar eine Super Rare, ne? Die müsste ich jetzt hier drüben hinpacken. Die sind anfällig, glaube ich, die Karten. Also da muss man echt drauf aufpassen. Und ich werde die dann auch relativ schnell in Sleeves packen, wenn wir hier durch sind. Glaube, wenn man sich die zweimal angeguckt hat, dann sind die ganz schnell zerkratzt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind wir bei Commons. Okay, dann haben wir die zwei Uncommons. Ganz nett aus. Drei Uncommons, ich muss mir das mal merken. Loder Leomon in Lion und die Rares Metal Tyrannomon und nochmal Izzy Izuma als Tamer. Vielleicht packe ich, ja, packen wir den hier hin. Ach so, gucke an. Und das ist dann hier die Promokarte. Die hat aber dieselbe Nummer, ist einfach nur ein anderes Artwork. Nicht schlecht, vielleicht ist hier doch was Besonderes, ne? Und was aber die Preise dieser Karten angeht, Gott, gehen die schwer auf. Und dann irgendwann macht's Ratsch und dann hat man die hier so komplett zerstört. Gucken wir mal. Also die Preise wollte ich sagen, ganz schwer da zurzeit hier in Europa einen Überblick zu bekommen, weil die eben noch nicht, ja, noch auf keinem guten Kartenmarktplatz sind. eBay natürlich, aber ich warte halt drauf, dass sie irgendwann mal bei CardMarket gelistet werden, wo halt wirklich Kartensammler zusammenfinden und ja, einfach die Preise, naja, ein bisschen realistischer gestalten. So, jetzt habe ich mal ein Pack aufgeschnitten, um zu sehen, wie man damit so zurechtkommt. Wäre auch nicht schlecht, ne? Kann man hier die Karte einfach wegschmeißen. Und ja, gucken wir uns die Comments an. Atomic Ray klingt super. Nochmal ein Löwe. Metal Greymon, sie ankamen. Radiation Blade. Cherrymon. Ich weiß nicht, ob der wie eine Kirche aussieht. Eigentlich nicht. Kari Kamiya ist die Tamerin und Nyokumon, ein Digi-Egg. Und bei diesem Pack fällt mir dann auf, dass es hier so ein kleines Ding gibt zum Einreißen. Ob das funktioniert? Ich meine, eingerissen kriegt man es erstmal, aber kriegt man dann auch das so weit aufgerissen, dass man die Karten rauskriegt? Es geht dann ein bisschen schräg, also so ganz so ideal ist es nicht. Gucke, Turimon. Sieht aus wie ein Vogel, ne? So ein Urzeitvogel. So, die haben wir jetzt schon ein paar davon. Ich meine, ein paar davon wird man immer irgendwann gesehen haben, aber es sind bis jetzt insgesamt dafür eine Menge unterschiedlicher dabei. Das ist natürlich dann auch wieder schön, ne? Was ich am Anfang gesagt habe, wenn man so ein komplettes Set hat und so viele Karten von einem Set, dann sieht man natürlich häufig Doppelte. Aber in dem Fall eben nicht. So, jetzt Optionskarte, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. Ja, also Rare Option und nochmal Super Rare Digimon. Also irgendwann ist hier der Platz voll. Ich versuche es nochmal. Also aufreißen hier, aber so aufreißen. Ah,
Ja, naja, man lernt natürlich bei sowas auch dazu. So geht's doch ganz gut, ne? Na, ihn haben wir jetzt schon gesehen, den Golden Ripper haben wir schon gesehen. Metal Tyrannomon, das ist Tyrannosaurus Rex, ne? Daher hat er wohl seinen Namen. Mein Sohn meinte, das ist so ein bisschen lame. So, das ist einfach, naja, langweilig, weil immer bloß irgendein Name. So wie Tyranno irgendwas und Mon hinten dran. Da hätten sie sich auch was Besseres einfallen lassen können. So, eine Rare-Optionskarte, ein Tamer. Ja, der kommt dann dahin. Okay. Also man muss hier einfach nur ein bisschen vorsichtiger sein und dann versuchen, senkrecht zu reißen und nicht zur Seite. So, dann geht's. Aber ich hab echt Krampf im Finger. Man muss ja dabei auch so doll festhalten, weil es geht immer noch schwer. Also trotz dieses Dingelchens da, wo man das einreißen kann. Die Potatoes hatten wir schon. Rappermon. Macht so uff, uff. So. Ach nee, das wäre Beatboxen. Ne? Das ist, Rappen ist, wenn man gut sprechen kann. Den haben wir jetzt schon mal und singen gleichzeitig. Okay. Ankommens. Monmon. Den hatten wir auch schon mal in einem der Packs gesehen. Infernomon. Nee, Infermon heißt der nur. Diesmal. Zwei Rare Digimon und halt hinten die Setliste. Okay, also so, und ich versuch's. Der ging jetzt wieder leicht. Naja, ich komme da schon noch dahinter. Der Gomamon. Einer, der halt was hat, ne, den kann man jetzt ersetzen, zum Beispiel mit dem Starterdeck, was wir haben. Da war ja Gomamon dabei, aber ohne einen Effekt. Ne? Also die würde ich dann jetzt austauschen, wenn ich mehr von denen habe, um einfach, ja, um eine Funktion zu haben. Also Gain Memory, warum nicht? Ist doch mal schön, wenn man das dann so dabei hat, irgendwas. So, einfach so. Oh, der ist ja auch niedlich. Freemon, der hier so die Augen. Hi-Andromon oder Hi-Andromon. Ist nicht schlecht. Lilimon. Und es ist halt dann interessant, wenn ich endlich die schwarzen Decks bekomme. Die sollten ja jetzt auch kommen. Ne? Also zum 12.3. sollten natürlich mit den Booster Packs 1.5 sollten auch die schwarzen Lila und ich weiß nicht, was jetzt noch fehlt. Grün, glaube ich, fehlt uns. Die Decks sollten halt kommen. Um einfach eine gute Grundlage zu haben. Weil ich bezweifle tatsächlich, dass man aus einem Pack, wenn man das hier aufgemacht hat, genug Karten zusammen hat, um damit zu spielen. Weil es ist halt kein Draft Booster, so wie es halt Magic macht oder wie das Flesh and Blood macht. Ne? Hatte ich ja auch schon aufgemacht. Und Draft Box heißt eben, dass da 8 Leute spielen können, dass die da Karten ziehen. Und zumindest im Limited-Format da ja, irgendwie ein kleines Deck zusammenbekommen. Aber das ist jetzt bei diesen Boxen hier nicht gegeben. Und ich weiß nicht, wie es nachher aussieht, eben mit BT4, ne? Wenn es da losgeht, dass wir sozusagen die normale Zusammenstellung wie die japanischen kriegen. Vielleicht ist es dann besser. So, Kamens, Garurumon, ein bisschen lila, Dolphmon. Der Dolphin. Vegimon. Kukuwamon. Tornado. Rare-Optionskarten haben wir bisher wenig gehabt, ne? Ja, vielleicht wären die zu stark. Woodmon. Wie heißen die? Die Ents, ne? So, das kann weg. Keramon. Kommt mir bekannt vor, hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und Vidramon. Ich glaube, jetzt hatten wir nicht, aber in einem der früheren Packs. Einem der Booster, die in den Starterdecks mit drin waren. Impmon. Auch schön. So, jetzt haben wir Einhornmon. Nee. Goblinmon. Ja, ohne es gelesen zu haben, ist mir der Name hier direkt in den Sinn gekommen. Ankommens Break Ramon. Der macht hier irgendwas kaputt. Das sieht auf jeden Fall stark aus. Level 6. Slash Angemon. Schön, schön. Und dann haben wir hier mal wieder eine Rare und Angemon
Auch eine normale Rare. Ja, wir sind jetzt zur Hälfte schon durch. Das Video ist jetzt 16 Minuten. Ich will es eigentlich dabei belassen. Eigentlich dachte ich, ich mache die ganze Box auf. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, was ich noch dazu erzählen könnte. Die wichtige Message habe ich jetzt schon rübergebracht, hoffe ich, ne? Also, dass Bandai gesagt hat, sie drucken, ne? So lange, bis die Nachfrage erfüllt ist. Das ist natürlich schlecht für ein Sammelkartenspiel, wenn man will ja, dass die Karten eine gewisse Seltenheit haben, ne? Also insbesondere die hier. Aber im Moment ist es eben so, dass die Produkte überhaupt nicht zu bekommen sind. Und das ist natürlich nicht schön, ne? Wir wollen ja, dass jeder das kaufen kann. Wie gesagt, so eine Box sollte auf jeden Fall unter 100 € kosten. Ich weiß jetzt nicht, ob 90 der empfehlende Verkaufspreis ist oder 95 oder ob es 99 ist. Ich glaube, es ist weniger. Aber eben nicht mehr, ne? Und da sind natürlich Leute schnell dabei, wenn die Nachfrage groß ist und der. Und das Angebot klein, ne? Also wenn die Menge nicht ausreicht, dann werden die ganz schnell teuer. Und Bandai hat eben gesagt, man soll da nicht kaufen, man soll warten, bis die Sachen wieder verfügbar sind. Also für Spieler ist das auf jeden Fall eine gute Sache und für das Spiel an sich finde ich eben auch. Ne? Man muss erstmal viele Leute ins Spiel bekommen und das macht man nicht, wenn es zu teuer wird. Deswegen sage ich, ich habe noch ein bisschen Geduld, bis die Sachen endlich da sind. Die Leute, die bei mir vorbestellt haben, da gilt natürlich das Gleiche. Ich informiere darüber, dass es das halt nicht gibt, also dass es sich weiter verzögert. Und sobald ich es bekomme, liefere ich es dann natürlich auch aus. Das ist klar. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.